Diesem Video möchte ich euch den hier angebotenen Silberfuchs Pelzmantel vorstellen. Er ist echt in einem sehr guten Zustand. Er ist gerade mal Probe getragen. Also vielleicht 3, 4 Mal wurde er getragen und ansonsten ist dieser Mantel, ja, man könnte sagen, neu. Das Schöne ist an diesem Mantel, er hat einen echt sehr schönen Schnitt. Also im Gegensatz zu den klassischen Mänteln, die in einer A-Linie sind, die wo man meistens so dann aussieht wie so ein Yeti, nenne ich mal, auf der Straße, ist dieser Mantel dezenter geschnitten, aber trotzdem noch klassisch. Also er liegt enger an und sieht auch echt jünger aus sozusagen. Also hat nichts mit diesen älteren Modellen zu tun, die man meistens bei eBay findet. Die Pelzart ist Silberfuchs, das sieht man ganz deutlich. Er ist teilweise aus ganzen Fellen gearbeitet, aber teilweise sieht man das manchmal an den Mustern, dass er leicht, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Aber hier sieht man manchmal, teilweise hat der Kürschner hier Struktur hineingebracht. Zum Beispiel bei den Ärmelansätzen sieht man das hier, dass kurz bevor sozusagen der Saum des Ärmels ist, dass hier so ein, ja, so ein Fellumbruch ist sozusagen auf beiden Seiten. Das wirkt besonders schön, hat natürlich auch eine praktische Funktion, denn hier unten am Ärmel findet sich noch sowas Ähnliches. Also findet sich noch so ein, ja, kleiner, engerer Raum, ist jetzt kein Gummizug drin, aber es ist ein längeres Stück Leder eingearbeitet und somit bläst wirklich keine Luft in die Ärmel hinein und man ist wirklich im Winter sehr warm eingepackt. Weiterhin ist hier also am Ende nochmal Wert gelegt, dass das Haar wirklich sehr dicht ist. Man hat ja bei gebrauchten Pelzmänteln oft das Problem, dass Abnutzungsspuren sind an den Ärmeln, dass das Fell abgegriffen ist. Das ist hier überhaupt nicht so, das sieht man, das ist noch komplett alles. Ja, neu, so kann man es nennen. Der Kragen zeige ich dann auch nochmal ohne Kleiderhaken, ist echt sehr schön. Sieht man auch auf den anderen Bildern, also sehr voll und sozusagen ist wie eine Krone auf diesem Mantel, also ist echt ein Blickfang. Es sind überall schöne und eine gute Fellqualität benutzt worden. An den Innenseiten der Ärmel sieht man, da wurde sozusagen die Seiten- oder Bauchteile des Silberfuchs genutzt, weil ja hier eh Abrieb ist und somit hat man hier ein etwas strapazierfähigeres Fell vom Silberfuchs genommen und somit ist das dann sozusagen nicht, wenn man dann das benutzt, ein Fell an Fell, dass es so Stellen in Abrieb gibt im Übrigen. Der Mantel wird verschlossen mit 4 Pelzhaken. Ich öffne mal den Mantel und da sieht man auch, von welchem Label der Mantel ist. Ich schlage den mal auf und man sieht deutlich am Saum, hier ist nichts irgendwie in irgendeiner Art und Weise benutzt. Der Saum ist komplett noch super in Ordnung und es gibt keinerlei Abriebstellen. Ebenfalls sieht man das auch bei den Leder, das ist alles noch flexibel. Es gibt keine harten Stellen beim Leder, sowohl beim Leder hier innen als auch bei dem Fell. Er hart nicht, er riecht nicht unangenehm. Ein neuer Mantel, kann man so sagen. Hier sieht man nochmal das Label, Fabiani Pelz Design. Im Internet habe ich jetzt wenig dazu gefunden, aber ist auf alle Fälle so, dass es eine echt gute Qualität ist. Teilweise verarbeitet Fabiani Pelz Design auch Saga Fuchsfelle, also von der Qualitätslabel Saga aus Finnland. Und da muss man sagen, ist auf alle Fälle jetzt nicht irgendwie ein Pelzmantel aus China oder ähnliches, sondern ist echte Kürschner Qualität. Das sieht man auch wirklich jetzt mal hier, wenn man hier näher rangehen an den, ja, an der Art und Weise, wie sich das Fell anfassen lässt. Also das merkt man hier, wurde wirklich artgerechte Haltung gehabt, weil sonst hätte man nie so ein schön gleichmäßiges Silberfuchsfell. Wenn man den Kragen umschlägt, dann ist ähnlich wie auf den Innenseiten der Ärmel mit diesen etwas kürzeren, aber auch sehr dichten und vor allen Dingen sehr weichen Fell gearbeitet worden. Das ist einfach Erfahrung vom Kürschner, dass das optimal ist, dass der Kragen dann auch sehr gut zur Geltung kommt. Ansonsten ist das Innenfutter neu, gibt es keine Löcher oder ähnliches. Es gab, das wollte ich vielleicht kurz noch zeigen, gibt es Schildchen einmal. Das untere Schild ist für das Innenfutter, für das Material. Das mittlere Schild, dass es Echtfell ist und dass es normal ist, dass Echtfell manchmal anders aussieht. Also, dass es nicht überall gleichmäßig ist, ist ja gewachsen sozusagen. Und das ist ab und zu mal hart, weil das lässt sich nicht vermeiden. Ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Mänteln hart dieser Mantel meines Erachtens fast nicht, beziehungsweise überhaupt nicht. Er ist eben neu und da gibt es sowas nicht. Und dann noch ein kleines Schildchen, wo Größe 40 draufsteht. Jetzt wollen wir das nochmal
sozusagen hineinschlagenden Mantel. Hier sieht man auch nochmal die Pelzhaken. Genau, und jetzt sieht man hier nochmal den echt sehr üppigen Pelzkragen. Wir gehen nochmal zum von mir aus gesehen rechten Ärmel oder Arm. Auch hier wirklich schöne Qualität der Felle. Und auch hier kein Abrieb oder ähnliches neu. Jetzt versuche ich ihn nochmal mit einer Hand umzudrehen, damit wir auch mal den Rücken betrachten können. Ich breite ihn einfach mal aus. So. Das ist nun der Rücken oder ja, ausgebreitet auch noch mit die Vorderseite. Und hier sieht man deutlich, dass er echt sehr schön gearbeitet ist. Und hier in der Mitte an diesen etwas dunkleren, ja, horizontal verlaufenden Streifen sieht man auch ein bisschen, dass er einen leichten A-Schnitt hat, also leicht angelegter Schnitt ist. Das finde ich ein sehr jugendlicher Schnitt, der aber auch klassisch ist und bedingt wirklich, dass die feminine Seite sozusagen der Trägerin betont wird. Und er sieht echt sehr gut aus. Er ist sehr warm. Ich möchte nochmal einfach darauf verweisen, auf wirklich den dichten Kragen, den man hat, sozusagen. Also wenn ich jetzt hier hineinblase, das ist wirklich ein sehr weiches Fell, geht mit dem Wind mit und es wird nie irgendwie ein Windzug unter den Mantel kommen, da bin ich überzeugt. Der Kragen ist echt super verarbeitet, super dicht und der letzte Fellhaken sozusagen ist hier direkt am Boden des Kragens und wenn man das zumacht, dann ist das wirklich dicht, dass nur noch der ja, Hals der Trägerin sozusagen durch den Kragen passt, aber auch noch genügend Spiel hat und kein Wind dazwischen kann. Weiterhin finde ich sehr positiv, dass wirklich diese Partie bei den Ärmeln beim Sauben sehr gut verarbeitet ist. Also hier ist wirklich darauf geachtet worden, dass nicht einfach dieser Pelz aufgehend ausläuft, sondern wirklich nochmal ein kleiner ja, Windstopper drin ist, nämlich in dem hier nochmal ein kleiner Tunnel gearbeitet ist, aber ohne Gummizug. Das finde ich auch sehr bequem. Also es drückt dann nicht irgendwas Handgelenk ab oder ja, ist dann schwierig anzuziehen, wenn man eine Uhr trägt. Nein, das ist alles wirklich qualitativ sehr gut gearbeitet. Alles in allem möchte ich nochmal am Ende sagen, so ein Mantel kostet neu wohl um die 6.000 Euro. Hier bei eBay bekommen Sie ihn ja für den Preis, wie er rausgeht. Er ist echt wunderschön verarbeitet. Er ist vielleicht 3 bis 4 Mal Probe getragen, hat dann doch nicht so zugesagt und ist somit fast neu. Ich möchte ihn ungern als neu verkaufen, weil er wurde schon angezogen, aber im Prinzip kann man wirklich sagen, er ist wie neu. Kann man wirklich sagen. Ein echt schöner Schimmer des Fells und für den kommenden Winter oder für die Frau zu Weihnachten das ideale Geschenk. Und es gibt auch verschiedene Versandmöglichkeiten, die ich anbiete. Ich biete wirklich es Express an, dass es extra schnell da ist, beziehungsweise den normalen DHL-Versand. Er wird auf alle Fälle versichert versendet. Also ich werde immer wieder schauen, dass wirklich, falls das Paket wegkommen sollte, dass sie das Geld zurückbekommen, beziehungsweise auch jetzt über Weihnachten, damit es schneller geht, biete ich auch PayPal an. Und das ist so der Mantel. Sie werden hier auf alle Fälle keine schlechte Ware kaufen. Super Qualität und super neuer Zustand. Ein echtes Geschenk noch rechtzeitig vor dem Fest.